Servus, grüezi, hallo und moin moin. Ich melde mich heute aus Bremen. Wo sind wir? In Hastedt? Hastedt. Mhm. Ja, wir gehen ins, wie heißt denn das Ding? Il Peperoncino. Neben mir ist Dana und wir beide wollen mal nett essen gehen. Ja. City for Two, wir testen wieder mal ein Restaurant in Bremen. Wir machen noch einen kleinen Entspannungslauf für meine Hündin Sanghe, damit die gleich auch entspannt unterm Tisch liegt. Und dann gucken wir mal, was uns kulinarisch hier in Bremen-Hastedt erwartet. Wir schauen mal. Bis gleich. Nach dem Intro. Yeah. So, wir sind jetzt im Peperoncino, schwieriger Name. Wir haben es dreimal geübt, um den zu sagen, und haben irgendwie festgestellt, das ist nicht so eingängig, obwohl eigentlich Peperoncino, eigentlich kann man es vielleicht merken, aber muss man erstmal drauf kommen. Welche Seite waren wir? 69. Dann gucken wir mal. 69. Wir sind also im Restaurant Il Peperoncino, Italian Music Restaurant. 100 Plätze innen, 40 Plätze außen. Antipasta passt. Pizza, Nudeln, Fleisch und Fischgerichte, vegetarische Gerichte, Catering Service, Borgfahrtstraße 2. 28275 Bremen, Habenhausen, nicht Hastedt. Wir müssen das alles nochmal erzählen. Wir sind in Hastedt. Nee, in Habenhausen und nicht in Hastedt. Ich bin nur zugezogen. Oh, wir sind also in Habenhausen und nicht in Hastedt. 0421 84993877 www.ilpeperoncino-bremen.de. So, 2 für 1, Hauptgerichte bis 10 Euro. So, zweiter Versuch, wir sind wieder da. So, Spielregeln hier. Wann ist das ganze Ding gültig? Das ist jeden Tag gültig. Ruhetag außer sonntags. Öffnungszeiten 11.30 Uhr bis 22 Uhr. 2 für ein Hauptgericht bis 10 Euro. Die bestellen 2 Hauptgerichte. Das war das günstigste. Und der Preis bis 10 Euro ist kostenlos. Ja, erster Eindruck. Was soll ich sagen? Was meinst du, Dana? Wie findest du erster Eindruck? Erster Eindruck, es ist sauber, aber nicht besonders gemütlich. Das fehlt mir so ein bisschen. Ambiente ist jetzt nicht so der, wo ich sage, ich bleibe den ganzen Abend hier, ist gemütlich für eine nette Runde. Das wäre nicht meins. Aber mal gucken, vielleicht reißt das Essen das ja raus. Ja, gut. Ja. Also das war mal hier, glaube ich, der Harley-Container oder so, ein Motorradladen und eben an die Motorradkleidung. Ne? Genau. Und so eine Kaufhausatmosphäre hat das hier so ein bisschen. Ich guck mal nach oben so, das ist die, ja, ein bisschen abgehängt und große Scheiben und ist. Ja. Ja, aber vielleicht wird das gleich ja uritalienisch und wir kriegen hier das mega Essen. Die Karte hat ganz viele Seiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seiten. Wobei eine Seite nur die Zusatz- und Farbstoffe sind. Die müssen sie eintragen. Alles gut. Gut. Essen sind definitiv 1, 2, 3, 4. Italian Music Restaurant. Gut, wir gucken mal, auf was wir uns hier einlassen. So, unser Essen ist da. Das ging auch recht fix, ne? Ja. Ging fix. Sie ist zwar dreimal gekommen, sie hat jede Beilage einzeln gebracht. Ihre Beine, nicht meine Beine. Hätte sie einmal auch laufen können. Ja, sieht nett aus. Und hier wird es auch richtig voll irgendwie. Also alle Tische belegt. Wir müssen auch jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wie wir filmen, aber. Lecker aus, reichlich. Von der Größe her. Dann gucken wir jetzt mal, geben wir uns mal das Wichtigste zum Geschmackstest. Guten Appetit, bis gleich. We'll be right back.
Servus, Toilettentest. Sauber ist es. Kann man nicht anders sagen. Ob das ganze Ding gemütlich ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber Essen war gut. Alles Weitere gleich vor der Tür. So, Dana und ich sind raus. Wie hieß das Ding? Il Peperoncino. Ja, Essen war lecker. Sehr lecker, ja. Ja, der Laden ist bestimmt im Sommer ist das ganz toll. Also kann ich mir gut vorstellen, schön mit draußen sitzen, dann vielleicht auch mit Musik. Die hat nämlich heute gefehlt. Ja, haben sich aber Musikrestaurant genannt. Auf jeden Fall. Also mit Musik hatte das nichts zu tun. Wahrscheinlich ist das hier so ein Biker-Treff. Und im Sommer kommen die Biker von überall her und essen ihr Eis hier und ihre Pizza und als Pizzalieferdienst. Ja, Essen war wirklich lecker. Hausmannskost. Ja, also italienische Hausmannskost, Familienrestaurant, ja. Ganz gut gemacht. Wenn man nett essen will, kann man hier hingehen. Vom Gemütlichkeitsfaktor nicht jetzt zum Abendessen gehen. Allerdings hast du auch gesagt, die machen wann auf? Die machen um 11.30 Uhr machen die auf. Bis 22 Uhr abends, durchgängig. Ja, also von daher, und das warme Küche, schnelle Lieferung. Also die haben nicht lange gewartet. Nee, bestimmt viele, die hier im Gewerbegebiet arbeiten und hier in dem Motor-Freizeit-Sportladen und so. Es hat so den Charakter wie so im Einkaufszentrum so ein eigenes Restaurant. So den Charakter macht das. Und insofern alles gut. Ich würde das jetzt nicht als die Date-Empfehlung geben, dass man da essen gehen kann, aber zum Essen gehen, lecker, hat gut geschmeckt, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Frisch, war frisch, also alles in Ordnung. Ja. Also kann man nicht groß nörgeln. Ja, aber satt wird man auch das gut. Romantische Restaurant ist es nee, nicht. Nee, dafür nehmen wir es nicht. Das stand da nicht und als Musikrestaurant würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen, aber wir kommen im Sommer nochmal. Das war es erstmal von uns und jetzt gehe ich erstmal mit Sanghe essen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss. Yeah! Da 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 da! Yeah, Hund, komm!